Moin und herzlich willkommen zu dieser Rezension zu Mengele Zoo von Gerd Niegershaug. Das Buch ist im Wiederwerde Verlag erschienen, kostet 19,90 Euro in dieser gebundenen Ausführung und hat in etwa 445 Seiten. Mir wurde das Buch zur Verfügung gestellt als Rezensionsexemplar vom Verlag und vermittelt wurde es mir durch die Meinwunder-Agentur, bei der ich ja als Booktuber mit im Team bin, weil mir dort Kampagnen angeboten werden zu bestimmten Büchern, ob ich die denn lesen möchte und rezensieren möchte. Da kann ich mich freiwillig dazu melden, wenn mich das interessiert, und dazu dann eine Rezension drehen. Und für das Video werde ich mit einer Aufwandsentschädigung honoriert, was aber nicht bedeutet, dass ich irgendwie beeinflusst bin in meiner Meinung. Es ist wie auch jede andere Rezension auch von mir. Bei diesem Buch handelt es sich um einen Öko-Thriller, der im Original im Norwegischen schon vor 30 Jahren erschienen ist. Aber das Thema könnte nicht aktueller sein. Es könnte jetzt also eigentlich auch dieses Jahr erschienen sein. Der Autor kennt sich sehr, sehr gut aus mit dem Regenwald und auch mit der Kultur. Er reist sehr, sehr viel und deswegen wirkt das sehr, sehr authentisch, das Ganze. Wir treffen hier nämlich auf Mino. Mino ist ein kleiner Junge, der im Regenwald aufwächst. Sein Vater verdient Geld, indem er seltene Schmetterlinge fängt, sammelt und sie verkauft, sie präpariert, und Mino hilft ihm tatkräftig dabei. Allerdings wird bald das Dorf dort platt gemacht. Die Leute werden massakriert, weil dort eben ein Ölvorkommen ist und die Leute dort im Weg stehen. Sie wollen sich noch wehren, schaffen es alle aber nicht. Nur Mino ist der einzige Überlebende und so beginnt im Grunde seine Odyssee, sein Leben. Seine schmerzvolle Erfahrungen sind damit noch nicht zu Ende. Er lernt Freunde kennen, die wiederum wieder sterben durch Korruption, durch einfach ganz viel Unfairness und ganz viel Grausamkeiten, bis er Rache schwört und er im Grunde zum Terrorist wird. Er möchte zwar gute Dinge, er möchte den Regenwald schützen und er setzt gezielte Morde ein, um die Menschen aufmerksam zu machen, den Regenwald zu schützen und die Natur zu schützen. Aber was er oder wie er das tut, ist natürlich moralisch im Grunde nicht vertretbar. Und genau das macht dieses Buch zu einem unglaublich aktuellen, aber auch sehr, sehr psychologisch sehr interessanten Buch, weil wir natürlich hier in dem Kopf eines Terroristen stecken, aber von Anfang an, wo er halt noch kein Terrorist ist, ihn halt miterleben, Mitleid mit ihm haben und ihn einfach ins Herz schließen und irgendwo auch seine Beweggründe verstehen können, seine Rachegedanken verstehen können und trotzdem natürlich wissen, Terrorismus ist nie die Lösung. Aber alle Dinge, die er legal tun könnte, also alle Dinge, die ihm sonst offen stünden, seine Möglichkeiten, die würden alle verpuffen. Da wäre keine Möglichkeit, irgendwie etwas zu erreichen, so viel wie er erreicht mit dem Terrorismus, was natürlich ein schrecklicher Fakt ist. Und ja, man ist die ganze Zeit am Überlegen, während man dieses Buch liest, ist das richtig? Kann man das vertreten? Darf ich diesen Protagonisten immer noch ins Herz geschlossen haben? Darf ich immer noch auf seiner Seite sein? Alles, was er miterlebt hat, haben wir natürlich auch miterlebt. Und deswegen ist das so unglaublich eine schwierige moralische Frage. Insgesamt ist dieses Buch sehr, sehr deprimierend, sehr, sehr düster. Es hat nicht sehr, sehr viel Freude. Was mir noch eine Faszination abgerungen hat, ist besonders der Anfang, wo eben auch die Natur, der Regenwald beschrieben wird und auch wie die Dörfler dort ihren Alltag haben, wie sie mit den, alleine schon gefährlichen Dschungel, mit dem Regenwald und mit den ganzen Tieren und giftigen Tieren, giftigen Pflanzen überhaupt zurechtkommen. Aber diese Korruption ist halt schon immer da gewesen, alleine was seine Mutter alles durch
leben musste, ist schon grausam. Und wie er dort aufgewachsen ist und für ihn das alles noch ganz normal ist, aber dann immer alles noch schrecklicher und schlimmer wird. Ja, wie gesagt, den Anfang fand ich noch, da hat man einfach noch diese Liebe zur Natur gemerkt. Nachher wird das wie so ein Wahn. Und ja, das ist natürlich ein bisschen schwierig. Ich habe es oft auch als sehr, sehr, ja, mit einem erhobenen Zeigefinger gelesen. Für mich war es eher ein Aufruf, was ja auch sehr wichtig ist. Und ich denke auch, dass es gewollt ist. Aber dadurch hat es sich für mich eher nach einem Sachbuch an, manchmal angefühlt und manchmal sehr konstruiert eben auch. Also es war nicht ganz so natürlich, weil einfach so viel diesem Mino passiert und es so deprimierend war und man irgendwie kein Licht gesehen hat. Ja, manchmal war mir das ein bisschen zu viel. Ich habe auch gelesen hier in der Klappe, dass der Roman der erste Teil der Mino-Reihe ist, die insgesamt 5 Bücher umfassen soll. Also ich werde jetzt nicht weiterlesen. Für mich ist das so in Ordnung, wie es ist. Natürlich ist es vielleicht interessant, wie es weitergehen könnte. Aber ich denke mal, für mich ist das abgeschlossen. Ich fand es ein super spannendes Thema. Und ja, das wird sicherlich noch länger in mir nachhallen, das Thema. Ich würde gerne wissen, wie euch das ergangen ist, wenn ihr dieses Buch eventuell schon gelesen habt, was euch da, ja, auf welcher Seite ihr steht, ob das in euch irgendwas ausgelöst habt, ob ihr irgendwie jetzt anders denkt über bestimmte Dinge, ob euch das interessiert, wenn ihr es noch nicht gelesen habt oder ob euch dieses Thema nicht anspricht. Ja, was ich noch sagen wollte, dass ich das sehr, sehr schade finde, dass das Buch nicht im Buchhandel erhältlich ist. Also man kann das Buch tatsächlich nur über Amazon habe ich es gesehen und halt beim Verlag, aber im Buchhandel kann man es nicht über die Großhändler bestellen und das finde ich sehr, sehr schade. Ich weiß nicht, was der Grund ist dafür, aber ja, ich bin sehr, sehr gespannt, wie oft habe ich das jetzt gesagt, was ihr jetzt dazu sagen werdet. Ich habe schon einige andere Rezensionen entdeckt, die ich mir jetzt noch nicht angeguckt habe, aber die ihr vielleicht auch gerne sehen wollt, wenn ihr noch mal so andere ja, Eindrücke haben wollt zu diesem Buch. Zum Beispiel die liebe Sarah von The Sarah Story hat ein Video dazu abgedreht, auch sehr ausführlich. Und auch die liebe Natalie von Books Paradise hat dazu ein Video gemacht. Und ja, also ich finde auch das Cover sehr, sehr eindrücklich, weil eben diese Verbindung zu den Schmetterlingen und dann diese Zerstörung, allgemein ist es ja, ein großer Kontrast. Schmetterlinge werden ja als was sehr, sehr Zierliches, was sehr, sehr Schönes. Und dann irgendwie dieses Kontrastprogramm mit der Zerstörung und mit dem Terrorismus, ja, spricht irgendwie schon für sich so das Bild im Kopf. Ja, jetzt ist aber Schluss von mir. Ich hoffe, euch hat die Rezension gefallen. Wenn ihr wollt, lasst mir einen Kommentar da. Und ansonsten wünsche ich euch noch eine schöne, lesereiche Zeit. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao.